Yo, was geht Leute? Ich bin's wieder, euer Flushi zockt. Und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und ja, nach langer Zeit, es ist endlich mal wieder soweit, wieder zu Let's Playen. Ja. Ich konnte anders nicht. Ich musste leider die 3 Wochen jetzt aushalten ohne Mario Kart 4 und ja. Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit in Polen gewesen, in den Ferien. Auf jeden Fall. Wir hatten... Ja, komm schon! Ich war kackt. Ja, okay. Ich bin auch auf jeden Fall nicht gut geworden. Also, ja, man sieht das einfach. Ich hab's verlernt. Jetzt komm. Boah, jetzt komm. Könnte mich echt nur ärgern, ey. Scheiß Noobs. Ja, es sind wieder Noobs dabei. Es kotzt mich an, ey. Komm schon. Ja. Ich hab ja momentan gerade noch keine neuen Themen. Ja, aber ja, ich vielleicht soll ich noch ein bisschen was so von meinem Urlaub erzählen, so wie es so gelaufen ist, so sonst noch so was ich sonst erlebt habe. Ja, also ja, ich ihr wisst ja, ja, dass ich so ein Video von ja so ein Video, wo ich Kart gefahren bin, so mit meinem Bruder und so. Ja, es war natürlich echt auch cool die Zeit gewesen und ja, ich werde das auf jeden Fall vermissen, weil ich es hat einfach Spaß gemacht Kart zu fahren, also in real, es ist wirklich geil, das müsst ihr auch mal machen, ey, es ist wirklich ja. Ich hatte auch einmal auch 1-1 mit meinem Bruder gemacht, ja, gegen Xylon, und ja, der hat leider gewonnen, ey. Es ist ja, ich hab's, meine Mutter hat's auch aufgenommen, aber ich hab's leider gelöscht, weil das, ja, wie soll ich sagen, weil ihr das schlecht aufgenommen habt. Ich wollte es auch auf YouTube stellen, aber, ja, ich hab's leider gelöscht. Deswegen, ja, es ist jetzt leider zu spät. Jetzt bin ich ja wieder in Deutschland. Und ja, jetzt wird's wieder ganz normal laufen. Also nur Let's Plays werden laufen, keine anderen Videos so sonst über Need for Speed Most Wanted oder so, weil ja, ich konnte ja nicht anders, also außer nur Let's Plays oder so. Ja, soll's. Und ja, die Fahrt heute, die war auch wirklich, wie soll ich sagen, wir hatten die ganze Zeit, also wir waren, ich weiß nicht, das war wirklich anstrengend, die Fahrt gewesen heute. Also 1000 Kilometer mussten wir durch, das war wirklich schon anstrengend gewesen. Und ja, die haben wir zum Glück geschafft, ohne irgendwas, also ja, wir hatten auch keinen Stau gehabt in den Autobahnen, außer nur ein kurzer Stau, aber ja, das war nichts Besonderes. Ja, das war klar, gegen Noobs, ja. Das ist natürlich, würde ich jetzt... Oh, ich sehe gerade, dass mein Video fertig geworden ist. Wow. Ja. Ich habe ja zum Glück wieder mein altes Internet wieder. Also mein besseres Internet. Finde ich natürlich geil. Und ja, 25 Pluspunkte ist natürlich klar, weil... Ja, man sieht die Punkte, ne? Solche Lappen sind das, ey. Ja, was soll man machen? Ist leider so. Ja, das wird leider so bleiben. Und ja, bis gleich. So, die Auswahl ging dann wohl für mich. GPA Bowser's Festung 3 ist ausgewählt. Jo. So, dann wollen wir jetzt mal direkt fortsetzen, ne? Okay, ja, komm schon. Ja, das ist natürlich schlecht so für die... Also ja, weil... Ich frag mich echt, warum ich so trotzdem noch gut geblieben bin, ey, mit den Leidens und so. Weil, ja, ein bisschen habe ich natürlich verlernt. Weil 3 Wochen sind schon wirklich, das ist, ja, kostet schon was, ey. Ja, ich hoffe mal, dass ihr mich auch richtig verstehen könnt. Weil ich bin so ein bisschen das Weite vom DS. Und ja, ich nehme jetzt, nicht mein Gesicht mehr auf. So, also, ja, ich zeige es leider nicht mehr, weil... Ich möchte immer noch anonym bleiben, aber ja, ihr wisst ja schon, wie ich aussehe. Ist jetzt egal. Ist jetzt zu spät. Was soll's.
Ja. Also momentan, ich muss noch überlegen, aber ich werde momentan noch nicht mein Gesicht zeigen. Also noch nicht so in den Let's Plays. So. So, ja, ich hab noch so noch eine traurige Nachricht mitzuteilen. Und ja, ihr wisst das bestimmt alle schon, so dass Satoru Iwata verstorben ist. Ja, er ist ja, mit 55 verstorben. Er ist er hatte Gallenkrebs gehabt, also ja, der ist wegen Gallenkrebs verstorben. Ja, der Nintendo-Präsident, es ist... Warum? Warum passiert das überhaupt? Warum ist das bei dem passiert? Es ist... Ich frag mich immer noch... Es ist... Also ich bin immer noch schockiert, auch, wieso das passiert ist. Es ist einfach... Ja, komm, Blue Shell, geil! Yo! Also ich, komm immer noch nicht klar, ey, wieso das passiert ist, weil ich, ja, ich habe mir erst gedacht, so, dass es ein Scherz war, aber ja, das war natürlich wirklich passiert und wie geil, er hat mich nicht gesehen und ja, geprallt. Wie geil. Und ja, es wird sich noch zeigen, so, wer jetzt wohl der Nachfolger ist, also Nachfolger wird oder, ja, aber trotzdem, es wird nicht so einfach, weil der war schon auf jeden Fall schon der beste Mann, muss ich sagen. Also ja, so, und ja, ich hab's geschafft, geil. Man sieht schon, wir alle schlecht sind und ja, sind schon mal weit weg fast, jo, wir schlappen. Und ja, ich werde direkt natürlich verlassen, weil ja, ich muss wirklich mit Pros mal zocken, ey, wie das wohl damit läuft, ey. Ich muss nachsehen, ey. So, könnt ihr mal euch bisschen bewegen, bisschen schneller sein, kommt man bitte. Und ja, die Punkte. 24 Pluspunkte. Wow. Okay, dann muss ich mich ja wieder von euch verabschieden. Ja. Aber ja, es kommt natürlich regelmäßig wieder täglich neues Video. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt bei euch wieder und ja, haut rein und ciao!